Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Videoreihe Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung WISO. Auch heute haben wir Ihnen wieder einige Fragen oder Musterfragen inklusive Lösung mitgebracht. Sehen wir uns zuerst einmal die erste Fragestellung an. Der Wirtschaftskreislauf besteht aus mehreren Wirtschaftsteilnehmern. Zu diesen gehören Unternehmen, der Staat, private Haushalte und Banken. Ordnen Sie die Nummern den einzelnen Institutionen zu. Institution 1, Daniel Neurauter, Bankkaufmann. Businessfragen GmbH, Stadt Innsbruck, UniCredit Bank AG oder auch als Hypovereinsbank bekannt und das Bundesland Tirol. Um zuerst einmal selbst zu lösen, drücken Sie hier einfach auf den Pause-Button. Wir gehen jetzt gleich weiter in die Lösung. Wenn wir uns hier das zuerst einmal anschauen, Daniel Neurauter, Bankkaufmann. Hier handelt es sich um einen Angestellten, sprich in weiterer Folge also um eine Privatperson. Und dementsprechend kann der Daniel Neurauter den privaten Haushalten, also hier mit der Nummer 3 zu kennzeichnen, zugeordnet werden. Bei der Businessfragen GmbH handelt es sich, wie der Zusatz GmbH schon erkennen lässt, eben um ein Unternehmen, und aus diesem Grund ist die GmbH, also die Businessfragen GmbH, ein Unternehmen und mit 1 zu kennzeichnen. Die Stadt Innsbruck ist dementsprechend dem Staat zuzuordnen, weil eben Stadt sozusagen, und dementsprechend hier eben mit der 2 zu nummerieren. Die UniCredit Bank AG oder Hypovereinsbank ist eine Bank, weshalb eben hier die 4 zu vermerken ist. Also UniCredit Bank AG, 4 Wirtschaftsteilnehmer Banken. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Bundesland Tirol. Und auch hier handelt es sich wieder um den Wirtschaftsteilnehmer Staat, weshalb das Bundesland Tirol eben mit einer 2 zu kennzeichnen ist. Ja, soviel einmal zur Frage 11, gehen wir dann gleich weiter zur Frage 12. Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? Die Kaufkraft wird als Bedürfnis bezeichnet. Bedürfnisse beziehen sich nur auf lebensnotwendige Produkte. Bedürfnis und Bedarf sind als Synonym zu verwenden. Bedürfnisse sind gefühlte Mangelzustände mit dem begleiteten Wunsch, diesen oder diese, wenn man in der Mehrzahl spricht, auch zu beseitigen. Und liegt ein gefühlter Mangelzustand und die Kaufkraft vor, wird von einem Bedürfnis gesprochen. Auch an dieser Stelle bitte einfach wieder den Pause-Button zum Selbstlösen drücken. Sehen wir uns hierzu zuerst einmal die Definitionen an. Ein Bedürfnis ist ein gefühlter Mangelzustand mit dem begleitenden Wunsch, diesen auch zu beseitigen. Und ist neben einem Bedürfnis auch noch die Kaufkraft vorhanden, so entsteht ein Bedarf. Und wenn Sie diese beiden Definitionen wissen, dann können Sie jetzt hier ausschließen. Die Kaufkraft wird als Bedürfnis bezeichnet. Diese Antwort ist schon mal falsch, also gehört raus, weil sobald die Kaufkraft ins Spiel kommt, sprechen wir eben von einem Bedarf und nicht von einem Bedürfnis. Bedürfnisse beziehen sich nur auf lebensnotwendige Produkte. Auch das ist falsch. Wenn Sie hier beispielsweise an die Bedürfnisse nach Dringlichkeit denken, also Existenzbedürfnisse, Kulturbedürfnisse und Luxusbedürfnisse, so können Sie hier erkennen, dass eben die Bedürfnisse nicht nur im Zusammenhang mit, oder der Begriff Bedürfnis nicht nur im Zusammenhang mit lebensnotwendigen Produkten verwendet wird. Oder auch hier beispielsweise können Sie an die Maslow'sche Bedürfnispyramide denken, um hier eben diese Bedürfnisse oder diese Antwortmöglichkeit ausschließen zu können. Gehen wir dann zur Lösung 3, zum Lösungsvariante 3. Bedürfnis und Bedarf sind als Synonym zu verwenden. Auch hier wissen Sie, wenn Sie diese beiden Definitionen wissen, dass diese Antwortmöglichkeit auszuschließen ist, denn Wir haben hier einen Unterschied zwischen einem Bedürfnis und einem Bedarf, und zwar in dieser Kaufkraft. Und aus diesem Grund dürfen diese auch nicht synonym, also gleich verwendet werden. Bedürfnisse sind gefühlte Mangelzustände mit dem begleitenden Wunsch, diesen oder diese auch zu beseitigen. So sehen wir hier, dass diese Antwort scheint richtig zu sein, weil es in der Definition übereinstimmt. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Frage 5. Liegt ein gefühlter Mangelzustand und die Kaufkraft vor, wird von einem Bedürfnis gesprochen. Auch diese Antwortmöglichkeit kann wieder ausgeschlossen werden, weil sobald die Kaufkraft im Spiel ist, wird von einem Bedarf gesprochen und nicht von einem Bedürfnis. Ja, und genau aus diesem Grund heraus ist dann eben die Antwort 4. Bedürfnisse sind gefühlte Mangelzustände mit dem begleitenden Wunsch, diese auch zu beseitigen, die richtige Antwortmöglichkeit auf diese Frage. Ja, und somit sind wir dann auch schon bei der letzten Frage für dieses Video angelangt. Die Businessfragen GmbH beschäftigt einen volljährigen Auszubildenden. Im Zuge der Dienstplanung ist sich der Geschäftsführer nicht sicher, wie die Ruhezeiten im Arbeitsgesetz geregelt sind. Können Sie ihm helfen? Also liegt die Ruhezeit bei 9 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden oder 13 Stunden? Auch an dieser Stelle wieder zum Selbstlösen, bitte einfach den Pause-Button drücken. Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie hier mal zuerst unterscheiden, handelt es sich um einen volljährigen Auszubildenden oder um einen Jugendlichen Auszubildenden. Denn hier sind die gesetzlichen Regelungen eine andere. Sehen wir uns zuerst einmal die Regelung für einen volljährigen Azubi an oder für einen volljährigen Auszubildenden an. Grundlage für die Ruhezeiten ist das Arbeitszeitgesetz. Volljährige Auszubildende müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. Und im Unterschied hierzu gilt folgende Regelung für die Ruhezeiten bei minderjährigen Auszubildenden. Für jugendliche Auszubildende gilt abweichend das Jugendarbeitsschutzgesetz. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden. Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. Und wenn wir uns diese beiden Definitionen oder Regelungen jetzt anwenden oder versuchen anzuwenden auf die Fragestellung, so können wir hier erkennen, es handelt sich um einen volljährigen Auszubildenden und dementsprechend müssen wir uns hier auf das Arbeitszeitgesetz beziehen. Und dort gilt die Regelung von 11 Stunden. Also dementsprechend wäre dann die richtige Antwortmöglichkeit Antwort 3, 11 Stunden. Würde diese Aufgabe jetzt hier von einem jugendlichen Auszubildenden sprechen, dann wäre die Antwort 4 richtig, 12 Stunden, weil hier gilt eben das Jugendarbeitsschutzgesetz. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und für weitere Fragen abonnieren Sie einfach unseren YouTube-Kanal bzw. besuchen Sie unsere nächsten Videos.